Lieber Dressel, recht herzlichen Dank für die Einführung. Ja, schade, dass ich vor 34 Jahren Ihnen nicht den Hall-Effekt erklären konnte. Das war wohl die Rache, dass Sie mich jetzt eingeladen haben hier. Denn er hat mich jetzt gerade vor 2 Monaten, glaube ich, als Sie einen öffentlichen Vortrag in Amerika, in Chicago gehalten haben für die Amerikaner, hat er gesagt, das ist das Richtige jetzt auch für Stuttgart. Aber er hat mir eine Bedingung gestellt, ich müsste den Vortrag in Deutsch halten. Und das hier im Ländle, wo der Spruch war, wir können alles außer Hochdeutsch, aber man entwickelt sich ja, man hat ja jetzt ein neues Logo und ich freue mich jetzt also auf Deutsch hier einen Vortrag zu halten. Und das ist eine öffentliche Vorlesung, öffentlicher Vortrag für die Öffentlichkeit. Also ich werde es einfach machen, so dass wir alle etwas Wesen verstehen, sowohl von der Neuentwicklung der Einheiten als auch vom Kilogramm. Nun, das ist also der öffentliche Vortrag und ich bin erstaunt, dass wir jetzt zur Einweihung dieser Serie, zum Neuanfang seit 3 Jahren, wir so viele Personen haben hier. Gerade vor 14 Tagen, glaube ich, war in der Stuttgarter Zeitung die Stuttgarter Zeitung wird hier nicht gerne erwähnt. Viel Forschung, viele Studierende, kaum Wissenschaftsflair. Also das wollen wir jetzt ein bisschen ändern hier. Sind wir ein paar gekommen und da hieß es, die Hochschulen fühlen sich von der Stadt und Öffentlichkeit wenig wahrgenommen. Nun, ich glaube, das können wir verbessern hier. Gerade im Stuttgarter Süden, wo die Kompetenz von Forschung, von Lehre hier ist, mit den Fraunhofer-Instituten, mit dem Max-Planck-Institut hier, mit dem wissenschaftlichen Teil der Universität. Also das werden wir jetzt ändern. Und wenn man hier gen Süden guckt, dann sieht man auch, wenn man Richtung Büßner von hier aus sieht, unsere Max-Planck-Institute. Ich bin hier also am ersten Teil Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, dann haben wir das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme. Und wenn ich aus meinem Büro rausschaue, dann gucke ich hoch auf die Physik der Universität. Das habe ich jetzt vor 1,5 Monaten aufgenommen, da waren noch nicht so viele Blätter dran. Jetzt ist ein bisschen die Sicht verbaut und Sie können nicht mehr direkt runtergucken auf mich als Max-Planck-Institut. Nun, jetzt sind wir schon bei Max Planck und ich werde so ganz nebenbei die Quantentheorie hier abhandeln und noch etwas mehr über Max Planck sagen, denn die Max-Planck-Institute, das Wesentliche ist Grundlagenforschung, das ist ein bisschen anders als die Lehraufträge der Universität. Wir müssen Spitzenforschung, neue Erkenntnisse bringen und mein Thema meines Vortrags passt eigentlich sehr gut in diese Aussage von Max Planck, dem Anwenden muss das Erkennen vorausgehen. Also wir müssen erst Forschung machen, damit wir neue Anwendungen finden. Und Anwenden ist zum Beispiel ein neues Kilogramm und neue Erkenntnisse ist zum Beispiel der Nobelpreis für eine unerwartete Entdeckung. Und diese beiden werde ich kombinieren und Ihnen zeigen, dass aus der Grundlagenforschung immer, wenn man neue Erkenntnisse hat, auch irgendwelche neuen Anwendungen findet. Wenn man zurückguckt, können Sie überall sehen, wo neue Anwendungen gemacht wurden, dann waren Erkenntnisse notwendig dafür. Also, ich werde mit Max Planck seine Konstante und die moderne Physik anfangen. Wie angedroht, werde ich natürlich gleich mit der Quantentheorie anfangen. Das ist ja ein Schreckenswort für viele. Aber wenn wir in der Physik irgendwelche Theorien entwickeln, ist es eigentlich nur dazu da, das, was wir beobachten, irgendwie zu formulieren und zu erklären. Wenn jemand eine bessere Erklärung hat, ist es besser. Und die Quantentheorie ist eigentlich einfach nur dazu da, was die Natur uns bietet, wirklich zu beschreiben. Und ich habe eine Briefmarke genommen, weil es da immer am einfachsten dargestellt wird. Da wurde in einer Europa-Briefmarke die Quantentheorie erklärt. Und was hier zu sehen ist, ist hier ein heißer Ofen und aus dem heißen Ofen kommt irgendwelche Strahlung raus. Sie kennen das alles, je heißer es wird, fängt dunkelrot an und wird immer heller. Und aus dem Farbisch kann man schon abschätzen, wie heiß eigentlich ist. Denn nur die Temperatur von diesem Ofen bestimmt das Spektrum, was rauskommt aus dem Ofen. Und wenn man Lava hat, ist es eher rot. Die Sonne mit etwa 6000 Grad an der Oberfläche bringt fast weißes Licht zustande. Und wenn man noch heißer wird, wird es immer blauer. Und man hat es sehr genau gemessen, also die Experimentatoren konnten so ein Spektrum sehr genau messen. Also hier ist die Intensität als Funktion der Wellenlänge, das ist die Farbe.
hier ist das Gebiet, wo unser Auge empfindlich ist, zwischen Blau und Rot. Hier haben wir das Infrarot, die Wärmestrahlung. Und hier sind verschiedene Kurven für verschiedene Temperaturen. Und diese Kurven wurden sehr genau gemessen. Und Max Planck als Theoretiker, dem ist es gelungen, diese Kurven theoretisch wirklich zu beschreiben. Und das ist seine berühmte Forschung. Max Planck hat für die Erklärung diese Formel aufgeschrieben. Und hier kommt im Wesentlichen die Temperatur T vor. Und hier nicht die Wellenlänge, sondern die Frequenz. Frequenz und Wellenlänge sind miteinander verknüpft beim Licht. Je länger die Wellenlänge, desto kleiner ist die Frequenz. Hier haben wir diese beiden Größen H, Nü und KT. Die hat Max Planck eingeführt und hat dazu diese zwei Konstanten. Die Planck-Konstante H und die Boltzmann-Konstante K hat er eingeführt, um dieses Spektrum hier eindeutig zu beschreiben. Das heißt also, einfach nur ein Experiment theoretisch zu beschreiben, hat er diese Größe H mal Nü. Und heute bei meinem Vortrag wird diese Planck-Konstante H wird eine ganz große Rolle spielen. Und H mal Nü ist die Energie von Licht mit einer Frequenz Nü. Und das war die neue Erkenntnis, dass Licht nicht eine Welle ist, sondern dass Energiepakete vorhanden sind und dass die Energiepakete mit der Frequenz abhängen. Also H mal Nü. Und das musste er theoretisch annehmen und er hat es einmal bezeichnet als ein Akt der Verzweiflung, denn alle Physiker der damaligen Zeit wussten, dass Licht eine Welle ist, es gibt Interferenzphänomene, das konnte man alles wunderbar mit Wellen beschreiben, aber dass hier solche Energiepakete auftreten, das war ihm neu, aber es war ein mathematisches Ergebnis und das wird heutzutage als Geburt der Quantentheorie bezeichnet. Und die erste Veröffentlichung vom 1900 ist hier dargegeben, also Max Planck im Jahre 1900. Und da kommt schon heraus, dass Max Planck war besonders fasziniert von Naturkonstanten. Und wenn man in diese Originalveröffentlichung von 1900 reinsieht, dann ist im letzten Kapitel hier unten natürliche Maßeinheiten als Naturkonstanten als Basis von Maßeinheiten. Denn Max Planck hat ja eben diese zwei Naturkonstanten, die ursprünglich A und B nannte, die heute die Planck-Konstante und die Boltzmann-Konstante sind, die hat er einführen müssen. Und da im letzten Satz von dieser ersten Veröffentlichung hat er diesen Bemerkung gemacht. Demgegenüber dürfte es nicht ohne Interesse sein, zu bemerken, dass die Möglichkeit gegeben ist, Einheiten für Länge, Masse, Zeit und Temperatur aufzustellen, welche ihre Bedeutung für alle Zeiten und für alle auch außerirdische und außermenschliche Kulturen notwendig behalten und welche daher als natürliche Maßeinheiten bezeichnet werden können. Also etwas, was nicht an Menschen gebunden ist, sondern auch überall im Universum irgendwelche Gültigkeit hat. Also auch Aliens sollten die universelle Sprache der Wissenschaften der Naturkonstanten verstehen. Und ich habe mal versucht, im Max-Planck-Institut einen Vortrag vor solchen Aliens zu halten, aber so ganz überzeugt waren sie noch nicht. Und ich möchte jetzt versuchen, im zweiten Anlauf hier die Stuttgarter Bevölkerung aufzuklären, dass diese Fundamentalkonstanten was ganz Besonderes sind und dass da wirklich was Tieferes dahinter steckt. Also, Max Planck hat schon damals gesagt, also diese Naturkonstanten hat er entdeckt, also eine von der Natur gegebene Planck-Konstante und die Boltzmann-Konstante. Und zu seiner Zeit war auch schon die Lichtgeschwindigkeit als Naturkonstante bekannt und die Gravitationskonstante. Und aus diesen vier Konstanten hat er eine Kombination hergestellt. Und das sind die Gleichungen auf der linken Seite und die sind heutzutage bekannt als die Planck-Einheiten. Und da haben wir die Planck-Länge zum Beispiel hier, die Planck-Masse, die Planck-Zeit, Planck-Temperatur. Das Dumme bloß ist, wenn wir das praktisch anwenden wollen, in dem täglichen Leben, was machen wir mit 10 hoch minus 43 Sekunden oder hier mit 10 hoch minus 33 Zentimeter, da kann man schlecht einkaufen gehen. Und ich möchte heute sprechen über Einheiten, die wir im täglichen Leben wirklich praktisch benutzen und die wir anwenden. Nun, das Ergebnis ist, dass heute möglich ist, mit ausreichender Genauigkeit eine Verbindung zwischen Fundamentalkonstanten und allen wichtigen Maßeinheiten herzustellen. Und dieses Gesamtbild möchte ich präsentieren, dass wir heutzutage eben diese grundlegende Idee von Max Planck in die Realität umsetzen konnten. Das ist also
meine Geschichte und meine Nobelpreisentdeckung hat diese Entwicklung ermöglicht. Nun, vom Nobelpreis zu einem neuen Kilogramm, so heißt der Titel, und ich möchte mal ein Bild zeigen aus der Zeit vor dem Nobelpreis, als ich die entsprechenden Messungen gemacht habe, die dann zum Nobelpreis geführt haben. Das bin ich, der da auf dem Boden kniet mit einem Lötkolben in der Hand und irgendwelche Drähte anlötet an eine Probe, um da Messungen zu machen. Das hat ein Kollege von mir aus Versehen aufgenommen. Also das ist ein wertvolles Bild über den Anfang für einen Nobelpreis. Und das Endeffekt ist, dass das alte Kilogramm, das ist hier ein Kilogramm, und wir haben hier, glaube ich, auch hier ein Kilogramm, das ist aus der Sammlung, der physikalischen Sammlung hier, das ist Kilogramm, auch gut geeicht, dass das eben ersetzt wurde und es nicht mehr heute die Bezugsgröße für die Masse ist. Wir haben ein neues Kilogramm seit dem 20.05.2019. Weltweit an diesem Tag eingeführt, seit dem Tag gibt es ein neues Kilogramm. Und das wird jetzt die interessante Geschichte, wie hängt das alles zusammen mit meiner Nobelpreisentdeckung. Wofür habe ich den Nobelpreis bekommen? Der Quanten-Hall-Effekt, oder Hall-Effekt wurde ja schon erwähnt. Der Quanten-Hall-Effekt, das ist die Urkunde, und wenn man etwas Schwedisch kann, dann steht da auch hier drin, der quantisierte Hall-Effekt, da unten steht es. Dafür gab es den Preis und dann diese Urkunde und die Medaille. Und das hat natürlich ein ganz neues Gebiet aufgerissen. Und der Quanten-Hall-Effekt kann man als Zeitenwende im Quantentransport, also in den elektrischen Eigenschaften, heute hört man so Sachen wie topologische Isolatoren, topologische Quantencomputer, Hofstadter, Butterfly-Schmetterling, das sind alles Begriffe aus der Physik, und wurde eröffnet durch diesen Quanten-Hall-Effekt. Und ich habe hier mal aufgetragen, seit 1980, wo ist er? Da ist er, 1980, da wurde er entdeckt, und nach oben sind die Veröffentlichungen pro Jahr aufgetragen, wie sich im Laufe der Zeit die Veröffentlichung verstärkt hat. Und wir haben heutzutage über 16.000 Veröffentlichungen, wo dieser Name Quanten-Hall-Effekt vorkommt. Und wir sehen, dass wir heutzutage jeden Tag drei neue Veröffentlichungen haben, wo der Name Quanten-Hall-Effekt im Titel oder im Abstract auftritt. Also ist noch immer ein modernes Feld. Und natürlich könnte ich jetzt eine ganze Vorlesung halten über die verschiedenen Phänomene, denn dieser Quanten-Hall-Effekt hat in sehr vielen Gebieten einen Input hinterlassen. Also der Nobelpreis, es gibt verschiedene Nobelpreise. Der Nobelpreis für mich gab es 1985, aber schon 13 Jahre später gab es für den sogenannten Fractional Quanten-Hall-Effekt erneut einen Nobelpreis. Und das haben hier Horst Störmer, Bob Laffin und Deng Zhui. Und ich wollte erwähnen, Horst Störmer, der hat 1977 hier an der Uni Stuttgart promoviert. Also der Quanten-Hall-Effekt ist voll im Griff von Stuttgart. Und wir haben auch beide zusammen in selben Labors gearbeitet. Er hat bei Herrn Kreisler am Max-Planck-Institut gearbeitet. Also wir könnten eigentlich schon Stuttgart ein bisschen stolz sein, wenn wir Quanten-Hall-Effekt sagen. Ich werde nachher noch mehr erzählen. Auch Graphen, das ist ein ganz modernes Gebiet. Nobelpreis für Novoselov und Geim, gab es einen Nobelpreis 2010. Und heutzutage ist die Physik dominiert von Topologie. Und auch dort ist wieder der Quanten-Hall-Effekt ganz prominent vertreten. Also es gibt verschiedene Themen, und wie gesagt, alle diejenigen, die jetzt ganz viel davon lernen wollen, ja, sie können ja ein Zweitstudium anfangen, Physik, und dann hier studieren, denn alle Studenten haben die Möglichkeit, ein fortgeschrittenes Praktikum, ein Quanten-Hall-Experiment an unserem Institut, Max-Planck-Institut, durchzuführen. Das ist also hier im 5. Stock bei uns im Institut, gibt es das Quanten-Hall-Labor, und die Apparatur sieht relativ einfach aus. Das ist also eine Thermoskanne, die kalt ist, weil man hohe Magnetfelder mit einem Superleiten benötigt und ein bisschen Elektronik. Und dann kann man alles das, was ich über den Quanten-Hall-Effekt erzählen werde, kann man an einer solchen Apparatur messen. Und ab und zu bin ich persönlich also Betreuer von diesem Versuch. Also für, ich glaube, Zweitstudium kostet 650 Euro jetzt. Können Sie die Physik einschreiben und dann vielleicht das Praktikum wählen. Und ich verspreche, ich betreue Sie dann. Also, bis demnächst. Denn das ist wirklich einmalig. Das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung kann als Geburtsstätte des Quanten-Hall-Effekts angesehen werden. Und ich habe hier ein Bild,
gemacht worden, also da steht ja Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, aber da steht auch irgendwas von Grenoble, denn es gab eine Außenstelle des Instituts hier in Stuttgart, denn in Grenoble gab es zusammen mit dem CNRS ein Hochfeld-Magnetlabor. Und ich brauchte diese hohen Magnetfelder, um die Entdeckung zu machen. Heutzutage ist das ein Teil eines europäischen Programmes. Es gibt in Grenoble, Toulouse, in Dresden und Nijmegen gibt es verschiedene Hochmagnetfeldlabore, wo die Wissenschaftler, wenn sie diese hohen Magnetfelder benötigen, hinfahren können und dort die Arbeiten durchführen. Nun, ich habe also in Grenoble nachts um 2 Uhr plötzlich die Entdeckung gemacht von dem Quanten-Hall-Effekt, 1980. Und jetzt kommt das berühmte Bild. Ich habe natürlich nicht immer einen Fotografen bei mir. Als ich den Nobelpreis bekommen habe, wollten die Journalisten natürlich ein Bild haben. Und dann bin ich extra nochmal nach Grenoble gefahren, um dieses Bild zu machen. Aber da ich dabei war, kann ich sagen, das ist die Wahrheit. Also erstmal sieht man, dass es Frankreich ist, es ist Côte d'Iron, Käse und ein Baguette. Und es war in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1980 um 2 Uhr morgens. Viele sind immer beeindruckt, nachts um 2 Uhr morgens. Da arbeiten die Wissenschaftler. Es stimmt auch, viele Experimentatoren lieben es, nachts zu arbeiten, weil als ruhiger ist, bessere Messungen gemacht werden. Aber hier ist natürlich noch ein anderer Grund. Man braucht sehr, sehr viel Energie, 10 Megawatt Strom alleine, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Und nachts war der Strom billiger, deswegen haben wir immer abends um 8 Uhr angefangen, bis morgens um 6 Uhr dann durchgearbeitet. Und da habe zufällig nachts um 2 Uhr habe ich etwas gesehen. Und was ich gesehen habe, ist in meinem Protokollbuch verzeichnet. Das Protokollbuch finden Sie im Deutschen Museum in Bonn, ist das jetzt ausgestellt. Aber hier im Institut, an unserem Institut, kann man im Eingangsbereich ja eine Kopie aus meinem Notizbuch von dem 4. Februar 1980 sehen. Und hier sieht man allerhand Formeln, die ganzen verschiedenen Drähte, die da angeschlossen werden. Aber die entscheidende Sache ist hier diese Gleichung. Und was da steht, ist einfach ganz einfach das Ohmsche Gesetz, mehr oder weniger. Da steht eigentlich U gleich R mal I. U ist Spannung, R ist ein Widerstand, I ist der Strom. Das Besondere war aber, dass das RK, dieser Widerstand, und das war vollkommen unerwartet, eben eine Naturgröße ist, ein Naturwiderstand. Und die hängt zusammen mit dieser Planck-Konstante und der Elementarladung. Das war das unerwartete Ergebnis. Das konnte keiner erwarten und ich war es auch nicht. Ich war skeptisch eigentlich. Ich habe mal später Doktoranden rangesetzt, um einfach nur festzustellen, kann das überhaupt sein? Gibt es da Fehler? Gibt es da Korrekturen? Aber heute wissen wir, das funktioniert besser, als jeder Skeptiker es damals erwarten konnte. Sie alle wissen vom Schulwissen, und derjenige, der ganz früher mal Radio gebastelt hat, kennt noch solche Widerstände. Da wurden Ringe drauf und hier wurde der Widerstand gekennzeichnet. Zum Beispiel, das war ein 3300 Ohm Widerstand und hier eine Ungenauigkeit von 10%. Und man konnte jeden Widerstand je nach Länge des Drahtes Querschnitt herstellen. Und das war eben das Unerwartete, dass plötzlich ein Widerstand existierte, der immer derselbe war. Man kann es vergleichen vielleicht mit Geschwindigkeiten. Es gibt verschiedene Geschwindigkeiten, bloß wenn jemand auf die Idee kommt, die Geschwindigkeit von elektromagnetischer Strahlung, von Licht zu messen, da kriegt er immer dasselbe raus. Es gibt also Naturgeschwindigkeit und viele andere Geschwindigkeiten. So gibt es einen Naturwiderstand und viele andere Widerstände. Und die Messungen, die ich damals gemacht habe, waren Grundlagenforschungsmesser an dem wichtigsten Bauelement der Mikroelektronik. Und das ist der Silizium-Feldeffekt-Transistor. Das ist das, wo heute in den Lieferketten ein Nachschubproblem existiert. Überall in der Welt sucht man nach solchen Transistoren, denn das ist Herzstück für viele, viele Sachen. Gerade bei der Automatisierung braucht man sehr, sehr viele elektronische Bauteile. Und ich habe Grundlagenforschung gemacht und das ist ein Forschungsgebiet, das ich betrieben habe. Wie kann man die Elektronenbewegung in MOSFETs verstehen? Wie kann man die noch schneller machen? Wie kann man die noch kleiner machen? Und das war ein solche Silizium-Feldeffekt-Transistor, den die Firma Siemens extra für mich hergestellt hat, damit ich besondere Messungen habe, denn normalerweise gibt es nicht an einem solchen Transistor so viele Kontakte. Und da wurden eben normale Messungen gemacht, da wird ein Strom durchgeschickt, hier durch diese Probe, dann gibt es das sogenannte Gate, mit dem man immer an- und ausschalten kann, denn ein Transistor ist ja im Wesentlichen nur ein An- und Ausschalter. Und im Magnetfeld habe ich dann den sogenannten Hall-Effekt gemessen, also eine blaue Spannung, die auftritt. Und das ist ein Hilfsmittel, wie es Herr Dressel kennt,
um normalerweise die Anzahl der beweglichen Ladungsträger festzustellen, um da Informationen zu kriegen, wer nimmt denn eigentlich am Strom teil. Das war also eine Standardmessung, die man gemacht hat. Und da trat etwas auf, was ich nicht erwartet habe. Und da habe ich eben nachgebohrt. Und das ist eben auch wichtig in der Grundlagenforschung, die Freiheit zu haben, dann anderen Fragestellungen nachzugehen. Was mich interessierte eben, war, weshalb gibt es da gewisse Abweichungen. Und ich möchte jetzt nicht auf die Physik eingehen. Das Endergebnis war, dass diese Spannung geteilt durch den Strom im Magnetfeld, wenn da irgendwie eine Stabilisierung, ein sogenanntes Plateau auftaucht, nur von diesem Planck-Konstant und der Elementarladung auftritt. Also das war die unerwartete Entdeckung. Die einzige Bedingung ist, das wissen wir heute, dass die allgemeine Bedingung Voraussetzung ist, dass wir ein sogenanntes zweidimensionales Elektronensystem brauchen und wir brauchen starke Magnetfelder. Also zweidimensional bedeutet, wir brauchen eine dünne Schicht, in der die Elektronen fließen, und in den Transistoren, da fließen die Elektronen in einer dünnen Schicht an der Oberfläche, und deswegen konnte ich das an solchen Transistor entdecken, und dadurch, dass ich in Grenoble arbeitete, hatte ich auch starke Magnetfelder, und diese Kombination hat es ermöglicht, dass ich diesen Quanten-Hall-Effekt entdecken konnte. Nun, heutzutage der ideale zweidimensionale elektrische Leiter ist Graphen. Das ist auch ein Forschungsgebiet, was sowohl im Max-Planck-Institut als auch in der Universität intensiv behandelt wird. Wenn Sie mit einem Bleistift auf dem Papier schreiben, was passiert da? Dann reibt man einzelne Schichten von Kohlenstoff, von Graphit auf dem Papier ab. Und die Nobelpreisträger Geim und Novoselov, die waren in der Lage, einzelne Atomschichten, wie es da oben angegeben ist, einzelne Atomschichten mit einem Tesafilm einfach von einem Graphitblock runterzuziehen und die zu kontaktieren und Messungen zu machen und natürlich sofort auch den Quanten-Hall-Effekt daran messen konnten. Das ist heutzutage der ideale zweidimensionale zweidimensionale Elektronensystem. Graphit, also einzelne Atomladungen von Graphit, Kohlenstoff, und wenn man einen dünnen Strom durchschickt, wenn man hier also eine Spannung anlegt zwischen dieser Seite und eine solche Einzelschicht hat und jetzt noch ein Magnetfeld dazu anlegt, das kann man fast schon Praktikumsversuch mit Tesafilm machen, dann könnte man sich den Quanten-Hall-Effekt herstellen. Also Quanten-Hall-Effekt, der Endeffekt, ein sehr stabiler elektrischer Widerstand, der diesen speziellen Wert hat. Nun, was macht man, wenn man solche Entdeckungen hat? Man versucht es zu veröffentlichen. Also ich vielleicht nochmal zur Erklärung, eine ganz grobe Erklärung, was im starken Magnetfeld passiert. Im starken Magnetfeld werden die Elektronen, die eigentlich sonst frei hier rumflitzen in der Probe, die werden auf Kreisbahnen gezwungen. Sie wissen ja alle, dass es eine Regel gibt, wie sich Elektronen oder geladene Teilchen in einem Magnetfeld bewegen. Wenn man Bilder von CERN bekommt, diesem großen Beschleuniger, da sieht man auch so einen großen Kreis. Da sind sehr hohe Energien von Elektronen, die eben auch einen Kreis gezwungen werden durch Magnete. Und wenn man hier ins Mikroskopische geht, dann in sehr starken Magnetfeldern werden die Elektronen auf solchen geschlossenen Kreisen gezwungen. Und geschlossene Kreise von Elektronen, das ist das Bohrsche Atommodell, da kommt Quantenphysik rein, da gibt es bestimmte Energieniveaus. Und wenn diese geschlossenen Kreise ganz dicht gepackt sind in der Probe, dann haben wir sowas Ähnliches wie Quanten-Hall-Effekt. Man kann also sagen, der Quanten-Hall-Effekt entspricht dem Bild eines zweidimensionalen Wasserstoffmetalls. Wenn ich Wasserstoff sehr stark zusammendrücke, sodass es ganz dicht gepackt ist, dann gibt es auch ganz neue Phänomene. Gibt es Supraleitung, gibt es alles Mögliche. Und so ist es hier, bloß dass wir hier nicht wie beim Atom einen positiven Kern brauchen, der das Elektron auf der Kreisbahn behält, sondern ein starkes Magnetfeld, was eine solche Kreisbahn für die Elektronen bedingt. Gut, der erste Versuch war, und Herr Dressel erwähnte das, ich schon, als ich die ersten Messungen machte, hatte ich sofort an Präzisionsmessungen gedacht. Und wie gesagt, ich habe in Braunschweig studiert, hatte Erfahrung von der Physikalischen Bundesanstalt und mein Manuskript, was ich bei Füsser Flettel eingereicht hatte, der Originaltitel war Realization of a Resistance Standard Based on Natural Constant. Das war das, was ich gesehen habe, was so unerwartet war und dachte, das muss ich veröffentlichen. Nun, die Antwort kam eine Woche später oder sowas, da hieß es, das Paper is not suitable for publication in Physical Letters. Also das passiert immer wieder,
Und auch für die Studenten, die immer frustriert sind, wenn sie ein Paper einreichen, sagen, das ist ganz wichtig. Und dann der Referee sagt, ach nee, das ist nicht so wichtig. Also, wenn es was ganz Besonderes ist, dann kriegen sie garantiert erstmal eine Ablehnung. Bloß zur damaligen Zeit war der Druck noch nicht so groß. Ich habe an allen Leuten, Labors, die auf dem Gebiet arbeiten, habe ich gleich einen Preprint geschickt. Ich habe denen gesagt, das habe ich beobachtet, wiederholt das mal. Also ich habe mich gar nicht aufgeregt. Aber im Endeffekt ist es nachher doch modifiziert, veröffentlicht worden, weil ich per Zufall einen Referee getroffen habe, den ich auf einer Post-Deadline-Paper bei einer Konferenz gesehen habe. Und dem habe ich das erklärt. Der war so begeistert, dass er dann direkt den Editor in New York von Deutschland aus angerufen hatte und gesagt, es muss veröffentlicht werden. Also nur wieder durch solche Zufälle kann man dann solche Verkürzungen machen, wenn man ein Paper veröffentlichen will. Ein Argument des Referees war, it is not principally a fundamental constant paper. Also er war skeptisch, dass es wirklich etwas Fundamentales aus so etwas Dreckigem wie einem Transistor herauskommen kann. Und heutzutage, wenn Sie mal eine Liste nachgoogeln über Fundamentalkonstante, Liste der fundamentalen Konstanten, dann finden Sie also von Klitzing-Konstante, RK, numerische Welle 25.812,80745 Ohm. Ohne Fehler, das ist eine Fundamentalkonstante. So ist das heutzutage festgelegt. Sie erwähnen schon, das ist natürlich eines der höchsten Ehrungen, die man erleben kann, wenn man eine eigene Konstante hat. Wenn man in Wikipedia nachguckt über Konstanten, da fängt man an mit Newton, der 1643 geboren wurde, dem der Apfel auf den Kopf gefallen ist. Er hat Gravitationskonstante, also Newton-Konstante, Avogadro-Konstante, Boltzmann-Konstante, Planck-Konstante, das ist also schon lange tot. Aber hier unten findet man dann noch zwei, die einzigen noch lebenden Konstanten. Ich bin einer von denen. Und wenn Sie mal ein Bild sehen wollen, das einzige Bild von den lebenden Konstanten, das habe ich gemacht, als wir hier in Lindau uns getroffen haben. Also hier einzige lebende Naturkonstanten von Juni 2016, die von Klitzing-Konstante, also ein Quantenwiderstand für HDE. Und der Brian Josephson, der hat mit Superleitern gearbeitet und der hat schon viel früher, hat er auch was Ähnliches festgestellt für das Volt, für die Spannung. Und er hat also ein Quantenvolt entdeckt, er ist Theoretiker, hat es vorhergesagt, wurde auch kurz darauf bestätigt, eine Konstante, die mit Josephson-Konstante mit 2 E durch H, auch wieder eine Kombination von E durch H, aber hier ist H durch E Quadrat und hier ist E durch H. Also diese Größen Elementarladung und Planck-Konstante spielen als Quantennormale für elektrische Spannung, für elektrischen Widerstand eine entscheidende Rolle. Und das sind experimentell gefundene Tatsachen. Nun, wir werden oft als Revolutionäre in der Metrologie. Metrologie hat nichts mit dem Wetter zu tun, sondern Metrologie hat etwas für Wissenschaft des Messens zu tun. Und ich möchte ein bisschen über die historische Entwicklung von der Metrologie, von den Einheiten sprechen kommen, bevor ich dann auf die Anwendungen in anderen Feldern komme. Ich habe hier ein schönes Bild, wo hier dieser Künstler Henry Marx, Science is Measurement. Wenn ich Wissenschaft mache, wenn ich Experimente mache, dann muss ich irgendwas messen. Und das ist hier ein typischer Wissenschaftler, der steht hier vor einem Objekt, vor einem Naturobjekt und muss das beschreiben. Was macht man dann? Man misst dann die Länge, die Höhe, das Gewicht, eventuell die Farbe beschreibt man. Also er muss irgendwas messen. Und für alle Nicht-Spezialisten möchte ich sagen, wir haben ein Maßsystem heutzutage, mit 7 Basiseinheiten. Das nennt man unser internationales Einheitensystem. Und diese Basiseinheiten sind hier angegeben. Und alles, was wir messen können, ob es in der Biologie ist, in der Chemie, Hochenergiephysik, alles, was man messen kann, kann man auf diese Basiseinheiten zurückführen. Da die Sekunde für die Zeit, Meter für die Länge, Kilogramm für die Masse, Kelvin, Temperatur, Ampere für elektrische Größen, wenn wir Optik auch reinnehmen und die Chemie, da haben wir das Mol. Also alle diese 7 Größen, die haben sich historisch entwickelt und sind die Basiseinheiten für unsere Messungen. Und diese alten Festlegungen waren fürs Kilogramm ein Prototyp, für Kelvin, Schmelzpunkt von Wasser mehr oder weniger, also Ampere, Kraft zwischen Stromleitern. Und diese Basisgrößen müssen natürlich sehr gut bekannt sein, damit man irgendwelche anderen Messungen machen kann. Also die besten Realisierungen von diesen Basiseinheiten müssen verwendet werden, um gute Messungen zu machen. Und seit 2019
ist das auf den Kopf gestellt worden. Da haben wir ein neues Einheitensystem. Und ich möchte es hier, weil ich über den Quanten-Hall-Effekt auch sprechen will, das Ohm. Im alten Einheitensystem hatten wir zum Beispiel das Kilogramm, Sekunde, Meter und Ampere als Basiseinheiten. Und wenn man das Ohm über das Ohmsche Gesetz und die Identität zwischen mechanischer und elektrischer Energie oder Leistung hat, dann kann man das Ohm auch als Kilogramm, Meter Quadrat, Ampere Quadrat, Sekunde hoch 3, das ist die Dimension, das enthält dann die Basiseinheiten. Wir haben zwar einen anderen Namen für den Widerstand, aber wir können das alles auf diese Basiseinheiten zurückführen. Und nun hatten wir die dumme Situation, dass diese Quanteneinheiten da sind. Die hatten einen Quantenohm, einen Quantenvolt mit diesen Größen und die waren stabiler und die funktionierten besser als die Realisierung, die wir mit diesen Basiseinheiten machen konnten. Das heißt also, dass wir hatten etwas, was besser ist, aber nicht in unserem offiziellen Einheitensystem beinhaltet war. Und das neue Einheitensystem vereinigt diese beiden Welten, denn wir können heutzutage diese Effekte integrieren in unsere Basiseinheiten, in unser internationales Einheitensystem. Und zwar dadurch, dass H, die Planck-Konstante und die Elementarladung heutzutage Bestandteil des neuen Einheitensystems sind. Und da sieht man sofort, wenn H und E Bestandteil sind, dann ist automatisch auch das Quantenohm, das Quantenvolt, sind Bestandteil unseres Einheitensystems. Nur müssen wir dadurch die alten Festlegungen über unsere alten Basiseinheiten müssen wir modifizieren, müssen wir jetzt ändern. Und ich möchte etwas historisch zurückgehen, wie die Situation zur Zeit der Französischen Revolution war. In Frankreich gab es um 1790 250.000 unterschiedliche Maßeinheiten. Stellen Sie vor, allein in Frankreich 250.000 verschiedene Maßeinheiten. Ich meine, in Deutschland, wenn Sie durch die Lande reisen, Rathäuser und Kirchen ab und zu mal besuchen, dann sehen Sie manchmal irgendwelche Ellen oder Längen, die ja für den entsprechenden Ort galten. Und in Frankreich war zum Beispiel für das Livre, was in Pound entspricht, in Marseille war 399 Gramm, Montpellier 394, in Toulon 465, in Toulouse 413 Gramm. Also jede Stadt hatte eine andere Einheit. Und das natürlich nicht nur für Massen, sondern für die anderen Einheiten auch. Nun, in verschiedenen Ländern hat man versucht, das ein bisschen zu vereinheitlichen. Und bei der Masse hat sich das Korn eigentlich sehr gut herausgebildet als Standard. Ach, ich möchte erwähnen, natürlich in Baden-Württemberg hier. Ich habe mal extra nachgeguckt in Baden zu dem Württemberger Fund. Da gab es eben auch Unterschiede. Also wir konnten dann hier unsere verschiedenen Massen haben. Ich habe hier mal Körner hier gezeigt und die sehen ja wirklich so identisch aus. Wenn wir heute Diamanten kaufen und Karat haben, dann beruht das eigentlich auf Körnergewichte. Das ist eine ganz alte historische Entwicklung. Und man hatte früher eigentlich auch gedacht, also Körner sollten eigentlich in den verschiedenen Gebieten sehr ähnlich sein und das als Grundlage für die Masse nehmen. Und es gab zum Beispiel ein englisches Grain, ein French Grain, ein deutsches Grain, aber man sieht auch, jedes Land hat dann wieder eine unterschiedliche Masse. Also es klappte nicht und deswegen hat während der Französischen Revolution, wo man eben alles moderner machen wollte, hat man der Französischen Akademie der Wissenschaften die Aufgabe gegeben, sich mal zu überlegen, wie kann man für die gesamte Welt ein einheitliches, neues System etablieren. Und das war eben die Idee, zuerst mal ein metrisches System einzuführen und diese Arbeitsgruppe zur Einführung universaler Einheiten wurde 1790 gegründet. Und zuerst wurde erstmal aufgeräumt mit dem metrischen System und zwar war bis dahin nicht üblich, in einer, zehner, hunderttausender Schritten zu arbeiten. Die Zahl 60, ganz alte Mitglieder wissen noch, dass ein Schock Eier, 60 Eier, dass man die kaufen konnte, das spielte früher eine große Rolle. Die Zahl 12 war ja schon immer eine wichtige Rolle, auch bei Winkelmessungen, 180 Grad, weil einfach zum Beispiel die Zahl 12 sehr einfach durch 1, 2, 3, 4 teilbar ist und das natürlich eine schöne Basis war. Und seit Babylon-Zeiten war es Standard eigentlich, diese 12er-Systeme als Grundlage zu nehmen. Also erst hat man gesagt, wir räumen da auf. Es gibt jetzt Meter, Kilometer, Gramm, Kilogramm, also in Zehnerschritten. Und es wurde auch 1793 per Gesetz vereinbart, ein Tag hat 10 Stunden, eine Stunde hat 100 Minuten, eine Minute hat 100 Sekunden. Das ist ja eigentlich eine logische Fortentwicklung. Bloß da gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe es mal hier, die
eine Uhr, die Optiker haben, die Uhrmacher haben sofort natürlich die entsprechenden Zahnräder und alles hergestellt und konnten das gut realisieren. Hier haben wir eine Uhr, die hier oben die neue Zeit und unten die alte Zeit zeigt. Und da war zum Beispiel, die neue Zeit war 2.88 Uhr, entsprechend am Abend 6.55 Uhr, 5 Minuten vor 7. Und das machte natürlich Schwierigkeiten. Da sind wirklich Leute auf die Straße gegangen, es gab Proteste in Paris auf der Straße. Und Napoleon hatte aufgegeben, am 01.01.1806 sagt er, nee, wir gehen zurück zu unseren 12 und 24 Stunden und 60 Minuten. Das wird einfach nicht angenommen von der Bevölkerung. Und ich erwähne das, weil auch bei der Einführung unseres neuen Einheitssystems das eine ganz große Diskussion war. Wird es akzeptiert, wenn man plötzlich sagt, ein Kilogramm ist durch die Planck-Konstante festgelegt. Planck-Konstante ist irgend sowas, Quantenphysik. Und jetzt soll das Kilogramm, was wir im täglichen Leben haben, soll durch die Planck-Konstante ersetzt werden. Gibt es da eventuell Proteste? Natürlich sind die Gremien sind mit sehr vielen alten Personen besetzt, die sagen, ach, das lief alles so schön in der Vergangenheit, deswegen sollen wir das moderne, diesen modernen Kram mitmachen. Also es gab über mehrere Jahre lang extra Taskgroups, um in Schule zu gehen, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um zu sagen, naja, es ist nicht so schlimm, es ist besser eigentlich für uns, wenn wir eine neue Einheiten einführen. Nun, Sie kennen alle, was rausgekommen ist für das Meter und das Kilogramm. Es wurden Artefakte als globale Standards angesetzt. Hier ist das Kilogramm und hier ist Meter. Und die Idee war, für alle Menschen auf der Erde eben Definitionen zu finden, die man praktisch reproduzieren kann, überall auf der Welt. Ein Meter ist der 10 Millionste Teil zum Beispiel vom Nordpol zum Äquator. Und da könnte man in verschiedenen Ländern eigentlich sagen, okay, ich suche für mein Land den entsprechenden Winkel da aus und dann kann ich das vielleicht nachmessen. Also das war die Grundidee, bloß diese Messungen sind natürlich so kompliziert, die Erde ist keine Kugel. Man hat das einmal gemacht, so gut wie es ging und hat gesagt, nee, wir machen dann lieber hier ein Prototypen, ein Artefakt und sagen, das ist jetzt die beste Näherung zu unserer Definition. Und das hat man das auch fürs Kilogramm gemacht. Die Idee beim Kilogramm war, weil überall auf der Welt gibt es Wasser und ein Liter Wasser sollte ein Kilogramm sein. Aber die Definition von ein Liter Wasser ist gar nicht so einfach. Wer etwas Physik weiß, weiß, der Ausdehnungskoeffizient von Wasser ist sehr, sehr kompliziert. Die Reinheit von Wasser, die Isotopenzusammensetzung, alles Mögliche. Und natürlich braucht man, wenn man hier ein Liter hat, man braucht auch die Länge. Man ist also auf diese Sache noch angewiesen. Also das war so kompliziert, dass man das versucht hat, so genau wie möglich zu machen, aber hat dann auch wieder gesagt, wir machen hier einen solchen Prototypen und das ist unsere Referenz. Und das soll für die gesamte Welt dann als Bezugsgröße dienen. Aber es dauerte noch bis 1875, als sich dann 17 Länder zusammentrafen und unterzeichneten die sogenannte Meta-Konvention. Und ich habe mal für Deutschland mal rausgeschrieben, Seine Majestät, der deutsche Kaiser, vom Wunsch geleitet, die internationale Einigung und die Vervollkommnung des metrischen Systems zu sichern, beschlossen, zu diesem Berufe einen Vertrag abzuschließen. Das heißt also, da haben sich 17 Länder zusammengetroffen und hier sitzt Seine Majestät, der deutsche Kaiser, Seine Majestät, der Kaiser von Österreich, König von Ungarn, Seine Majestät, König von Belgien und so weiter. Die sind zusammengekommen, haben eben einen solchen Vertrag unterzeichnet. Das war der erste globale Vertrag, der für alle Länder gelten sollte. Und das wurde 1875, das war ein großes Ereignis, eingeführt und heute hat das metrische System, haben fast alle Länder eingeführt. Es gibt da noch Liberia und Burma. Die haben aber angekündigt, dass sie demnächst auch ins metrische System gehen. Und dann noch ein Land, das kennen Sie da oben, die USA. Das sind die einzigen Länder, die noch nicht per Gesetz das metrische System eingeführt haben. Und ich komme oft nach Amerika, auch zum NIST, die die Eichung machen. Und wenn ich frage, weswegen habt ihr das noch nicht? Und dann sagen sie mir, ja, wir bewegen uns Inch für Inch in Richtung metrisches System. Und es gab schon 1990 gab es mal schon Aktivitäten in Amerika, wirklich das metrische System einzuführen. Aber es gab zu viele Widerstände. Und es gibt immer solche nationalen Interessen, das ist ein Gewohnheitsinteresse. Nach dem Brexit
ist in England auch wieder das Empire Pint irgendwie für die Leute, die ein Bier trinken wollen, als offizielle Größe anerkannt worden. Also es gibt immer wieder solche Rückschritte auch, dass man da wieder von dem metrischen System abweicht. Aber es gab ein Ergebnis, weswegen die Amerikaner natürlich frustriert waren, dass sie nicht ein einheitliches System haben. Okay, Sie können bei NIST sich eine solche Tabelle schicken lassen, da wo die Umrechnungsfaktoren 1 Inch ist, 2,4 Zentimeter oder hier Pounds oder sowas, oder Teaspoon gibt es auch offiziell die Größe. Also das sind die offiziellen Größen, das sind aber einfach nur Umrechnungsfaktoren. Die machen nichts für die Präzision, das ist einfach nur unbequem, man muss dann bestimmte Zahlenwerte nehmen. Das hat also nichts damit zu tun, wenn ich heute spreche über die Präzision von unseren Maßeinheiten. Aber das ist eben unbequem. Und 1799 verlor die NASA 125 Millionen teure Sonde, die Mars Climate Raumsonde, weil verschiedene Stationen unterschiedliche Maßeinheiten bei der Navigation verwendet haben. Da sieht man, was da wirklich für Konsequenzen sein kann. Wenn eine plötzlich was in Meter und der andere in Inches was ausdrückt, dann können die Computer miteinander nicht richtig kommunizieren. Und das war die Ursache und deswegen war eigentlich auch mal die Anstrengung, das einzuführen. Aber es wird kommen, es dauert nur ein bisschen. Nun, diese Treffen in Paris 1875 war natürlich ein ganz großes Ereignis. Jedes Land, was das unterzeichnet hat, sollte eine Kopie kriegen von dem Kilogramm und von dem Meter und mit nach Hause nehmen, sodass wir überall in den Ländern hier unser Kilogramm hatten. Hier ist zum Beispiel der französische Präsident, der hier am Schmelzofen dabei war, wie dann die verschiedenen Kilogramms hergestellt wurden. Und jedes Land kriegt dann irgendwelche nummerierten Kopien. Und ich habe hier für Deutschland, original ist es Nummer 22, dann 52, 55 und 70. Hier ist der Schrank in der PTB mit den verschiedenen Kilogramms. Und das war ursprünglich der von 1889 gelieferte französische Kopie. Der ist am Ende des Zweiten Weltkrieges beschädigt worden. Und dann gab es in Deutschland für 7 Jahre kein offizielles Kilogramm. Denn wir hatten kein Kilogramm da. Wir haben da einen nachgekauft. Dann, und das wurde dann das später das Kilogramm Nummer 52. Und durch die Wiedervereinigung haben wir dann das Kilogramm aus der DDR noch geerbt und auch noch eins dazu gekauft. Also 4 Stück gibt es noch, von 3 funktionieren. Aber das war für lange Zeit unser offizielles Kilogramm in Deutschland. Das heißt also, die Hierarchie war, hier oben hatten wir das Kilogramm Nummer 52, hier ist der Verbraucher, ein Endverbrauch. Und dann wird natürlich dieses Kilogramm, was aus Platin und Iridium besteht, wird natürlich nicht für den täglichen Kalibrierzweck verwendet. Da gab es auch also in der PTB ein Hauptnormal und das Werkstoff war aus Stahl anstatt von Platin und Iridium. Das war also das Hauptnormal. Und dieses Hauptnormal wurde dann weitergegeben an die verschiedenen Kalibrierstationen in Deutschland, die dann weiter kalibrieren, damit die Wagen richtig funktionieren. Das ist also die Hierarchie. Bloß wenn man da oben das Kilogramm sich anguckt, dann war es nicht ein Kilogramm, sondern ein Kilogramm plus 0,053 Milligramm mit einer gewissen Ungenauigkeit. Denn an der Hierarchie, oben an der Spitze, da war natürlich das Urkilogramm. Und das gab es nur ein einziges Mal. Das ist das Big K, dieses K, das offizielle Urkilogramm beim Büro International Paris in Paris bis zum 20.05.2019 war das offizielle Kilogramm. Wenn das verschwindet, wusste keiner mehr wirklich, was ein Kilogramm ist. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo wir noch nachliefern konnten. Das war einmal hergestellt, das war offiziell definiert und es hieß sogar in offiziellen Definitionen, das Kilogramm ist die Einheit der Masse, es ist gleich der Masse des internationalen Prototyps, nach Reinigung mit einer bestimmten Methode. Das war das Kilogramm. Und ich werde Ihnen sagen, was die Probleme es mit diesem Kilogramm gab. Wenn Sie das Kilogramm besuchen wollten, wenn man nach Paris geht, dann fängt man meistens mit dem Louvre da oben an oder vielleicht ein Eiffelturm. Aber wenn man an der Seine lang geht, dann kommt man hier in den Park Claude, ich weiß gar nicht, wie er heißt genau, Parc de Saint-Claude. Ja. Und hier ist das Büro in der Parmesier und das ist das Gebäude, das ist internationales Gelände, weil es ja weltweit genutzt wird. Und heute spielt es natürlich die größte Rolle bei der Koordinierung der Zeit. Wenn wir heute eine Zeit haben, dann beruht es auf die Koordinierung, die in Paris durchgeführt werden. Denn die Atomuhren in den verschiedenen Ländern laufen ja nur gewisse Zeiten, die können den Takt vorgeben, aber die kontinuierliche Zeit wird in Paris festgelegt. Und wenn man das Kilogramm besuchen wollte,
dann musste man da reingehen. Und ich habe, wenn der Ton funktioniert, könnten Sie auch das hören, aber es ist vielleicht nicht so wichtig. Einmal im Jahr gab es eine Konferenz, wo die verschiedenen Institutionen, die sich mit dem Kilogramm beschäftigen, dann in den Keller gingen, um das Urkilogramm sich anzusehen, ob es noch da ist, sodass wir wissen, dass ein Kilogramm noch da ist. Und da gab es 3 Schlüssel für 3 unterschiedliche Organisationen, die für die Massenverteilung in der Welt zuständig sind. Und der Direktor, der weiß den Code von dem Safe und der öffnet ihn dann. Und alle sind glücklich, wenn dann das Kilogramm noch da ist. Und anschließend, ja. Und anschließend werden dann irgendwelche Vergleichsmessungen mit Kopien gemacht. Und ich war dort und dachte mir, jetzt werde ich mal das Kilogramm klauen, um einfach zu beschleunigen, dass wir ein neues Kilogramm kriegen. Und ich habe mal den dummen Spruch gemacht, ich wollte das Urkilogramm klauen. Das wurde sofort hier von der Stuttgarter Zeitung aufgegriffen. Ich wollte das Urkilogramm klauen. Also mit dummen Sprüchen hat man die beste Chance, Publicity zu machen und in die Zeitung zu kommen. Also hier stehe ich und hier ist eine Krawatte. Wenn Sie mal im Deutschen Museum in Bonn sind oder auch in München oder können Sie im Internet bestellen, da ist mein Notizbuch abgebildet, wie es zur Entdeckung des Quantenhorns kam. Nun, deswegen wollte ich das Kilogramm klauen, weil es Probleme mit dem Kilogramm gibt. Ich möchte Ihnen eine Tatsache hier zeigen. Hier ist das offizielle Urkilogramm und von Zeit zu Zeit gab es Vergleichsmessungen mit den Kopien in den verschiedenen Ländern. Und hier haben wir von 1889 bis 1990 sind die Unterschiede zwischen der Kopie und dem Urkilogramm. Die Urkilogramm ist die Bezugslinie, die als Null, also diese horizontale Linie, ist die Bezugsgröße. Und fast alle anderen Kopien liegen da drüber. Das heißt also, man würde sagen, okay, alle Kopien sind etwas schwerer geworden mit der Zeit. Oder das Urkilogramm ist leichter geworden. Das wissen die ja nicht, nicht? Es kann ja beides sein. Aber es gibt Unterschiede. Und mit Sicherheit ist irgendwas nicht stabil in dem System. Heutzutage glauben wir, dass das Urkilogramm, das was in Paris für das offizielle Kilogramm war, dass das leichter wurde mit der Zeit. Denn die Schmelze, das wurde nachvollzogen, war etwas anders beim Urkilogramm als bei den Kopien. Da war eine andere Temperatur und mehr Gas ist in die Schmelze eingedrungen, das diffundiert langsam heraus. Und dadurch wird das Urkilogramm mit der Zeit leichter. Und man könnte also schon seit mehr als 15 Jahren, zum Beispiel Schlagzeile in der Welt von 2007, Urkilogramm leitende Schwindsucht. Und das war also in der wissenschaftlichen Community schon sehr lange Zeit. Ich war das erste Mal 2005 auf einer internationalen Konferenz, wo es darum geht, wie schaffen wir das Urkilogramm ab, denn das ist nicht stabil. Und da hat man der Royal Society in London eine Tagung und da wurden die Ideen schon entwickelt, wie man das Urkilogramm verändern kann. Also, Redefinition of the Kilogram, a decision whose time has come. 2005 war das, seit 17 Jahren ist das in der Diskussion. Nun, das geht ja nicht so einfach, man sagt, wir machen jetzt ein neues Kilogramm. Es muss natürlich besser sein, es muss ja natürlich auch für den Gebrauch besser sein. Und Voraussetzung, das wurde gleich festgelegt für ein neues Kilogramm, im Endeffekt müssen mindestens 3 unabhängige Messungen, sollen ein Kilogramm mit einer Unsicherheit von weniger als 50 Mikrogramm liefern. Wenn irgendeiner eine kluge Idee hat, ein neues Kilogramm festzulegen, was unabhängig vom Labor mit einer Ungenauigkeit von 50 Mikrogramm hergestellt werden kann, dann ist er in der Diskussion zur Ersetzung des alten Kilogramms. Denn diese 50 Mikrogramm war die Drift oder die Unterschiede zwischen den Kopien und dem Kilogramm. Das war also die Voraussetzung. 50 Mikrogramm, sagen Sie, das ist vielleicht wenig, aber wenn Sie ein Medikament kaufen, ich habe mir ja extra eins rausgesucht, wenn Sie hier Nasenspray, 50 Mikrogramm pro Sprühstoß, das ist die Menge, die zum Beispiel hier verwendet wird. Nun, eine Lösung war, es gibt mehrere Lösungen, aber eine Sache, die verschiedene Labors in der ganzen Welt realisiert haben, war das elektronische Kilogramm. Und zwar kann man ein Kilogramm auch elektronisch erzeugen. Und hier habe ich als Lego-Bausatz ein solches elektronisches Kilogramm. Da hier ist meine Waage, das nennt sich die Kibbelwaage. Also hier eine Waage hat man auf der einen Seite eine Kraft, auf der anderen Seite eine Kraft. Das ist also die Kibbelwaage und auf der einen Seite ist zum Beispiel das Kilogramm, das ist eine mechanische Kraft. Die Masse
zieht das auf die Seite runter. Und auf dieser Seite haben wir eine elektrische Kraft. Im Prinzip ein Elektromotor, wo ein Strom im Magnetfeld fließt. Und wenn man diese Größen, die ganzen elektrischen Größen über den Quanten-Hall-Effekt, über den Josen-Effekt misst, dann kommt als Endeffekt raus, wenn man das vergleicht, dass auf der einen Seite die Planck-Konstante steht, auf der anderen Seite die Masse. Also das ist eine Kompensation zwischen einer elektrischen und einer mechanischen Kraft. Und ein wirklicher Kibbelwagen sieht natürlich viel komplizierter aus. Ich habe hier ein Foto aus Amerika, so sieht die Kibbelwaage aus. Es ist nicht nur einfach eine Waage, man sieht auch, diese Waage, die bewegt sich. Also hier ist die Waage auf der linken Seite, auf der rechten Seite, aber hier bewegt sich auch noch was, weil man verschiedene Messungen macht, um diese komplizierten Elektromotor, der hier ist, wirklich zu kalibrieren. Denn man müsste eigentlich genau die Stärke des Magnetfelds, die Fläche der Spulen, alles wissen, wie ändert sich der magnetische Fluss in solcher Spule. Wenn man aber zwei Messungen macht, einmal eine Bewegung einer Spule in einem Magnetfeld, dann gibt es wie bei einem Dynamo gibt's eine Spannung im Bezieher. Wenn ich einen Strom durch die Spule schicke, durch dieselbe Spule, dann habe ich eine Kraft. Und in beiden Fällen spielt die Geometrie dieselbe Proportionalitätsfaktor in diesen Gleichungen. Das heißt also, diese ganzen komplizierten Faktoren, wie die Spule aussieht, wie das Magnetfeld, das kann man rausschmeißen, wenn man zwei Experimente macht und dadurch eben solche komplizierten Geometriefaktoren hier ausschließen kann. Nun, wie erwähnt, K ist die Quantentheorie, ist Gefahr für Nichtakzeptanz. Und wenn ich erklären soll, ja, wie kommt eigentlich die Planck-Konstante mit der Masse zusammen, dann verwende ich gerne einen Vergleich, denn die meisten, auch wenn sie nicht Physik studieren, kennen E gleich mc². Einstein hat diese berühmte Gleichung E gleich mc² geschrieben. Und ich habe Ihnen vorhin erzählt, Planck hat E gleich h mal mu gemacht. Und wenn wir den Dreisatz auf diese Gleichung anwenden, dann sieht man sofort, E mc² ist gleich E gleich h mal mu, dann ist hier m, Lichtgeschwindigkeit ist sehr genau bekannt, m und h, von hier, Frequenz ist von der Atomuhr sehr genau bekannt, es muss irgendwie eine Beziehung zwischen h und m geben. Also wenn man das sieht, diese beiden berühmten Gleichungen, die man einfach zusammenführt, da muss doch irgendwas schon dahinter stecken und es möglich sein, eine solche Verbindung zwischen der Masse und der Planck-Konstanten herzustellen. Es gibt verschiedene Favoriten. Ich habe ein bisschen die Kibbelwaage erwähnt. Es gibt auch eine andere Methode, sogenannte Avogadro-Projekt, wo man auf atomare Massen zurückführen kann. Aber in beiden Fällen ist die Planck-Konstante der Startpunkt für eine genaue Realisierung des Kilogramms der Masse. Nun, wer entscheidet über die beste Festlegung der Basiseinheiten? Das muss ja irgendein Gremium geben, wo die ganze Welt vertreten ist. Es ist nicht die gesamte Welt. Es sind zu der damaligen Zeit waren es 58 Mitgliedstaaten und 41 angegliederte Staaten, die Generalkonferenz für Maßenpflicht. Das ist also 1889 gegründet worden und jede 4 bis 6 Jahre treffen die sich und bestimmen, was sind die besten Maße und Gewichte und natürlich auch andere Frage, wie man global eine gemeinsame Einheit für den Handel herstellen kann, wie das realisiert wird. Und die Weiche für ein neues Einheitssystem wurde im November 2018 bei der letzten Generalkonferenz getroffen und ich war auch eingeladen, um an dieser Generalkonferenz teilzunehmen und möchte ein bisschen die Atmosphäre wiedergeben. Das war für mich, glaube ich, die wichtigste Konferenz, die ich erlebt habe. Wenn man vom Versailles steht, vom Schloss Versailles, auf der linken Seite gibt es das Kongresszentrum und das ist der Innenraum. So sieht eine Konferenz bei solchen Gremien aus, wo natürlich die verschiedenen Länder da sind und da ist in Frankreich das BIPM ist, der wird natürlich auch in Französisch gesprochen. Deutschland hat dadurch den Vorteil, dass es in der ersten Reihe sitzen kann. Und ich durfte also hier die Delegierten davon überzeugen, dass ein neues Einheitensystem Vorteile bringt. Und ich habe eben da den Vortrag auch gehalten und dann kam es zur Abstimmung, Abstimmung für ein neues Einheitensystem. Und jedes Land musste dann aufstehen mit seinem Ländernamen und dann ja oder nein oder wie, no oder irgendwie in der lokalen Sprache. Und es war wirklich beeindruckend. Ich habe ein paar Bilder, Kolumbien oder Ungarn sogar, Brasilien, Japan, Türkei, Emirate, Kroatien, Thailand. Alle sind aufgestanden und es war die Zeit, wo Trump noch an der Regierung war. Sogar die Amerikaner haben einstimmig Ja gesagt. Also das war die einzige Konferenz, die einzige weltweite Konferenz zu der Zeit, wo alle Länder zugestimmt haben.
Sie wissen ja, heutzutage gibt es immer ein Veto, um etwa mehr Geld zu kriegen oder irgendwas anderes zu haben. Das merkt man jetzt beim NATO-Beitrag von Schweden und Norwegen, Finnland. Und das war wirklich ein einmaliges Ergebnis, dass alle zugestimmt haben. Und in der New York Times, da wurde eben dieses Bild gezeigt von dieser Resolution. Da steht auch, Vertreter aus 58 Ländern stimmten einstimmig dafür, für grundlegende Maßeinheiten neu zu definieren. Das Kilogramm, das Mol, das Kelvin, das Ampere. Unter ihnen war Klaus von Klitzing vor der Reihe, ja, ich habe mich entdeckt da, der ein Foto macht. Denn, gut, ich habe mein Handy nicht, dass ich ein Foto machen hier vom Audimax. Aber es war wirklich so eine Stimmung, die ich noch nie gehabt habe bei einer Konferenz, wo es wirklich stehenden Applaus gab für eine Entscheidung, die diese verschiedenen Länder gemacht haben, also für ein neues Einheitssystem und zum Beispiel auch für ein neues Kilogramm. Ich habe jetzt noch eigentlich ein Bild, sogar unsere Kanzlerin als Chefphysikerin auf dem Weltforum in Davos hatte mal erklärt, dass das eine Revolution war, dass in Versailles auch mal was Vernünftiges, was Stabiles gemacht wurde und das für die Wissenschaft eben fundamental konstant das Stabilste ist, wo es der Ton funktioniert, so können wir also auch weitergehen. Also jetzt kommt die einzige wichtige Folie für alle Studenten, jetzt müssen wir wieder aufwachen und aufpassen. Wie sind die neuen Definitionen? Ja, eigentlich sind Sie jetzt ganz gespannt. Also nochmals, das habe ich mittlerweile schon erzählt, das Kilogramm, wenn jemand sagt, ach, das ist Kilogramm-Prototyp, stimmt nicht. Das Kilogramm ist heutzutage definiert durch einen festen Wert, und das ist der beste Wert, den man in Bezug auf das alte Kilogramm wirklich auch messen konnte. Das ist der Wert, der heute weltweit festgelegt wurde, ohne jeglichen Fehler. Sie können also die Planck-Konstante nicht mehr messen, sie ist festgelegt. So wie auch die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel. Dann, andere Größe, Kelvin. Alle Älteren denken noch immer an den Triebepunkt von Wasser, das war immer ein Festpunkt, ein Fixpunkt und das absolute Null. Und das war die Temperaturskala im Wesentlichen. Diese Triebepunktzelle ist auch abgeschafft worden, das ist nicht mehr die Fixpunkt für unsere Temperaturskala. Wir haben also die Boltzmann-Konstante, einen festen Wert für die Boltzmann-Konstante. Also jeder, der sich ein Experiment ausdenken kann, es gibt verschiedene Experimente, zum Beispiel die schwarze Strahler-Emission und sowas, hängt auch von der Boltzmann-Konstante ab. Da könnte man auch die Boltzmann-Konstante bestimmen. Also es gibt Rauschmessungen, es gibt ganz viele Messungen, wo man eine Beziehung zwischen der Boltzmann-Konstante und der Temperatur herstellen kann. Und heutzutage ist eben die festgelegte Wert für Boltzmann-Konstante das Maß für die Temperatur. Dann bei der elektrischen Einheit, das Ampere, ganz, ganz, ganz kompliziert. Das war früher definiert als Kraft zwischen zwei stromdurchflossenen Leitern. Wenn ich einen Leiter habe und noch einen anderen Leiter, ein Ampere fließt durch, da gibt es eine gewisse Kraft, die war festgelegt worden. Das gilt auch nicht mehr. Heutzutage ist das Ampere festgelegt über die Elementarladung, über den festen Wert von der Elementarladung. Und auch ein Mol, erinnert sich vielleicht noch ein, das war mal als die Anzahl von Atomen in 12 Gramm C12, das ist auch nicht mehr der Fall. Mol ist heute eine Konstante, die Avogadro-Konstante ist einfach eine festgelegte Konstante. Sie stimmt zwar sehr gut mit der alten Definition überein, sodass man im täglichen Leben eigentlich nicht viel davon merkt, aber das ist die Basis nun von unserem Einheitensystem. Vielleicht vermissen Sie die Lichtgeschwindigkeit, das war schon früher, die wurde schon 1983 weltweit festgelegt, um das Meter zu ersetzen. Denn als man früher die Lichtgeschwindigkeit messen wollte, hat man plötzlich festgestellt, das Meter ist nicht genau genug bekannt, um einfach zu messen. Durch die Laser waren wir in der Lage, sehr genau Längenmessungen zu machen. Und dadurch, zusammen mit der Atomuhr, konnte man einen Meter festlegen, indem man die Lichtgeschwindigkeit festgelegt hat. Also das gab es schon früher, die müsste man noch dazu nehmen, aber die neuen sind diese vier neuen. Und es gibt natürlich jetzt auch Produkte, hier die TU in Ilmenau, die haben gleich einen industriellen Prototyp für eine neue Waage, eine Planck-Waage. Also eine Waage ist ja normalerweise, wo man jetzt zwei Massen miteinander vergleicht, aber hier ist wirklich, diese Masse wird gegen eine elektrische Kraft kompensiert. Das ist also die Planck-Waage, und zu Ehren von Max Planck wurde die Planck-Waage und nicht Kibbel-Waage, wie es die Amerikaner für die große Waage verwendet. Ich möchte auch noch für die elektrische Größe
weil das auch ein aktuelles Forschungsgebiet ist, die Nanoelektronik. Der Strom wurde ja als über die Elementarladung festgelegt. Kann ich über die festgelegte Elementarladung kann ich einen Strom erzeugen? Und ich möchte Ihnen zeigen, dass man heute eine Einzelelektronenpumpe herstellen kann, indem man einzelne Elektronen pro Sekunde zählt und dadurch einen Strom festlegt. Und das ist so ein Bild, und hier sehen Sie das wirklich kleine Maßstäbe, das ist ein Hundertstel vom Durchmesser eines Haares. Da hat man solche Strukturen aufgebaut. Hier sind solche sogenannten Tore, da kann man auf- und zu machen. Hier ist ein Draht, wo eigentlich normalerweise ein Strom fließen kann. Und man kann also hier zwischen solchen zwei Barrieren einzelne Elektronen einfangen. Und hier zeige ich mal eine Skizze, wie man hier von dem Elektronen sieht, ein einziges Elektron in den sogenannten Quantenpunkt einfangen kann, hier die Barriere sehr hoch macht, dann fließt das auf die andere Seite. Und mit diesem Dynamik hoch- und zumachen kann ich einzelne Elektronen rüberschaufeln. Das ist ein Einzelelektronentransistor, der heutzutage eine große Rolle spielt. Wir können wirklich einzelne Elektronen heute einfangen in einer solchen Falle. Und einzelne Elektronen, die haben auch für einen Quantencomputer heutzutage eine gewisse Bedeutung. Da gibt es ein Spinnen, Up und Down. Man kann die dann kombinieren, solche zwei Quantenpunkte. Und das ist ein ganz, ganz heißes Forschungsgebiet, wie man solche Quantenzustände verwenden kann. Und dann kann man also hier einen solchen Strom erzeugen, den kann man verstärken. Also das ist wirklich ein kommerzielles Produkt für einen solchen Strom. Also das ist jetzt unser neues Einheitensystem und das ist das offizielle Logo. Ich habe hier außen nochmal die alten Bezeichnungen und man wollte möglichst wenig ändern in die Bezeichnung, damit die Öffentlichkeit nicht zu sehr irritiert wird. Denn man konnte einigermaßen eine direkte Beziehung zwischen den alten Definitionen und den Naturkonstanten. Die Naturkonstanten sind hier im unteren Ring vertreten und dann zum Beispiel beim Kilogramm gibt es eine Beziehung zur Planck-Konstante und beim Ampere gibt es eine Beziehung zur Elementarladung. Vielleicht wird man später in 50 Jahren den äußeren Ring weglassen und sagen, also wir haben Fundamentalkonstanten, wir haben diesen Wert und dadurch ist unser Maßsystem festgelegt. Das ist also die offizielle Karte. Hier, ich habe die vom NIST, die neuen Einheiten hier festgelegt haben und dann mit einem Stern sind zu sehen, also die Werte für diese Konstanten. Und wie gesagt, H und E ist dadurch auch vertreten und so ist also auch der Josephson-Konstante und die von Kitzing-Konstante offiziell aufgenommen in diese Einheiten von diesen Basisgrößen. Und was ist der Erfolg eigentlich von dieser Änderung? Ich hatte Ihnen versucht zu erklären, dass das Kilogramm stabil war, dass wir irgendwelche Drift hatten zwischen dem Originalkilogramm und den ganzen Kopien. Und man geht davon aus, dass das Urkilogramm der Zeit leichter wurde. Ab der Änderung unseres Einheitensystems haben wir nun einen konstanten Wert, eine stabile Zukunft für das Kilogramm. Die einzige Voraussetzung, die ich mache, ist, solange die Planck-Konstante konstant bleibt. Man kann natürlich die Frage stellen, sind Fundamentalkonstanten überhaupt konstant? Das ist eine ganz tiefe physikalische Frage, für praktische Anwendungen unbedeutend, denn wir wissen, dass sie mit mindestens 10 Stellen sich mit der Zeit verändern. Aber es gibt aktive Forschergruppen und das ist eine hochinteressante Frage. Also ich werde mich dafür einsetzen, dass derjenige den Nobelpreis kriegt, der mir beweist, dass auch Fundamentalkonstanten eine Zeitabhängigkeit zum Beispiel mit der Ausdehnung des Universums oder irgendwas anderes hat. Aber keiner hat es bisher geschafft, einen solchen Beweis zu führen. Also wir gehen davon aus, Fundamentalkonstanten ist das Stabilste, was wir haben. Und das ist meine Zusammenfassung. In den neuen Einheiten auf der Basis von Naturkonstanten gibt es wesentlich etwas in unserer Welt, was stabil ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist also die Entwicklung. Wir haben angefangen mit Weizenkörner, Gerstenkörner, Reiskörner. Und dann hatten wir die Idee, in der ganzen Welt einen Liter Wasser zu nehmen, einen Prototypen. Jetzt haben wir eine universale Größe, die im gesamten Universum hoffentlich identisch ist, die Planck-Konstante. Vielen Dank.